willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Literarischen Frühstück. Es ist die letzte Ausgabe in 2020 und umso mehr freue ich mich, dass wir heute mit Hanna Stojic sprechen. Sie ist von der S. Fischer Stiftung und kuratiert das literarische Programm im Common Ground Literatur aus Südosteuropa, der Schwerpunktregion der Leipziger Buchmesse 2020 bis 2022. Mein Name ist Miriam Flender, ich bin vom Medienbüro des Common Ground und ich werde dieses Gespräch gemeinsam mit meiner Kollegin Svenja Pütz führen, die auch die Pressearbeit und Social Media für das Projekt betreut. Wir treffen uns hier heute im Rahmen des 14. literarischen Frühstücks und in den vorherigen Episoden haben wir AutorInnen aus der Common Ground Region getroffen, ÜbersetzerInnen, VerlegerInnen, unter anderem eben auch den Direktor der Leipziger Buchmesse, Oliver Zille. Und alle haben sich mit dem Thema Herkunft und Zugehörigkeit beschäftigt und darüber gesprochen. Und wir würden jetzt gerne von dir wissen, Hanna, was bedeutet das Jahresthema 2020, Herkunft und Zugehörigkeit für die Common Ground Region? Vielen Dank für die Idee, für dieses Interview, die von euch kam, für dieses vorerst letzte Frühstück. Und ich versuche jetzt einen Rückblick zu geben über das, was 2020 für mich als Kuratorin des Programms, aber auch für uns als Traduki im Fokus stand. Das Thema habt ihr schon genannt, Herkunft und Zugehörigkeit. Ich bin eine Zugezogene nach Deutschland. Ich selber komme aus Bosnien und Herzegowina und bin in Österreich groß geworden. Und habe mich während meiner Jahre in Berlin auch mit den Fragen der eigenen Herkunft beschäftigt. Und wie ich merkte, das war nicht nur ich, sondern ganz viele Leute, die verschiedene Art von Brüchen und Umbrüchen in ihren Biografien erfahren mussten. Also ich glaube, hier geht es mehr um ein Müssen. Und dann war für mich aber nicht nur die Frage der Herkunft, sondern wie kann man auch noch eine Zugehörigkeit finden. Denn für mich bedeutet die Frage der Herkunft ist sowohl eine Frage der Identität im Sinne von Klasse, von nationaler Zugehörigkeit, von sexueller Zugehörigkeit. Und das ist ja etwas, manchmal ja auch eine Bürde, die man mit sich herumtragen muss oder lernen, wie man damit umgeht. Und was ich dann besonders spannend fand, war eben, wie finden wir unsere Zugehörigkeiten? Und im Kontext von Common Ground ist es, dass Südosteuropa noch immer eine verletzte, sage ich immer, eine Region ist, weil sie sehr viele von diesen Umbrüchen erfahren musste. Vielleicht ganz betont oder medial ganz betont durch das Nationale. Es sind aber auch ganz viele Themen, die dem deutschsprachigen Publikum verwandt sind, zum Beispiel nämlich die der Zugehörigkeit durch Klasse oder durch die Sexualität. Und ich wollte zum einen einen Common Ground schaffen zwischen den südosteuropäischen Ländern. Also ging es mir darum, wir wissen um unsere Verschiedenheit, aber was ist uns gemeinsam? Und dann der zweite Punkt war, was ist der Common Ground mit dem deutschsprachigen Publikum? Denn Common Ground war für die Buchmesse in Leipzig konzipiert. Also stellen wir die Literatur Südosteuropas einem deutschsprachigen Publikum vor. Und ich glaube, dass es da auch wiederum ganz viele Berührungspunkte gibt, auch wenn manchmal die Namen der Autoren auf den ersten Blick einem unbekannt klingen. So wie ich bin auch eine Stojic, also gibt es die Ichs und die Escus, zum Beispiel aus Rumänien, was uns aber alle beschäftigt und ich glaube insbesondere auch Leute, die lesen, ist es eine Art von Trost zu finden und ich glaube, das ist etwas, da spielt die Grenze überhaupt keine Rolle, sondern es geht darum, dass sich zwei menschliche Seelen begegnen und dafür ist die Literatur oder die Kunst im Allgemeinen immer ein gutes Kommunikationsmittel. Welche besonderen Neuerscheinungen können wir denn nennen, die in diesem Jahr erschienen sind und die das Thema im engsten oder im weiteren Sinne auch behandeln? Es gibt zwei Bücher, nämlich ein Sachbuch und ein belletristisches Werk, das auch auf der Shortlist für den Leipziger Buchpreis standen. Also in der Kategorie Belletristik
war das der Roman von Angel Igov, Die Sanftmütigen. Und im Falle des Sachbuchs war es die große Biografie von Ivo Andrić, dem einzigen Nobelpreisträger soweit aus Südosteuropa. Und diese beiden sind auch schon von einer größeren deutschsprachigen Öffentlichkeit erkannt worden als Highlights. Und ich würde gerne noch zwei Bücher dazu ergänzen, aus Bosnien und Herzegowina. Da bin ich vielleicht parteiisch, aber man kann nicht über die eigene Herkunft ja hinwegsehen. Zum einen ist das Lela Kalamuic Band, nennt mich Esteban. Es ist ein Band von Kurzgeschichten. Es sind Erzählungen über einen Menschen, der sehr viele Brüche im Leben erleiden musste oder hinnehmen musste. Und so traurig das auch auf den ersten Blick erscheinen mag, es ist erstaunlich, wie großer Lebenskraft die Person trotzdem sich in dieser Welt behauptet und was sie für Auswege findet und trotzdem diese Punkte, warum sie das Leben für lebenswert empfindet. Und das zweite Buch ist Damir Ovcina, Zwei Jahre Nacht. Es ist im Rowohlt Verlag erschienen und es geht um die Belagerung Sarajevos während der Kriegsjahre 92 bis 95. Und beide haben wir auch im literarischen Frühstück gehabt. Wer möchte, kann die Folgen gerne nochmal anschauen. Wir verlinken dorthin. Vielleicht war das ja schon dabei, aber was war denn dein Lieblingsbuch aus dem Common Ground 2020? In der Tat, also für mich ist die große Andrić-Biografie, die habe ich so mit so einem Genuss, mit so einer Spannung gelesen, dass ich das fast für es liest sich wie ein Krimi oder ein Thriller, zumindest für mich. Denn Michael Martens hat dort diese große Figur der südslawischen Literatur, Ivo Andrić, er ist ihm als Mensch begegnet. Geschrieben ist es aber in einem Tempo, dass man das Buch gar nicht loslassen kann. Ich würde sagen, das ist ganz klar ein Highlight von mir. Und das zweite ist das Buch Psalm 44 von einem auch jugoslawischen Schriftsteller Danilo Kiš. Weil ich dieses Buch als Anlass nehmen wollte, um noch einmal über diese große schriftstellerische Figur Danilo Kiš ins Gespräch zu bringen, und zwar was er heute für die Schriftsteller bedeutet, und zwar nicht nur im südosteuropäischen Kontext, sondern auch in einem breiten literarischen Kontext. Das literarische Frühstück hat ja nicht nur Bücher vorgestellt und Autoren und Verleger, sondern auch Musik. Und zwar gab es eine ganz markante Musik, die Titelmusik, und die war von der Gruppe Barima Tango und das Lied heißt Mama Mia. Und warum passt diese Musik so gut zum Common Ground und auch zum Jahresthema deiner Ansicht nach? Die Zusammenarbeit mit Barima Tango ist inzwischen schon eine mehrjährige. Denn die beiden Musiker, die aus der Stadt Mostar kommen, der größten Stadt in Herzegowina, haben sich als Aufgabe gestellt, die noch nicht so bekannte Musik der südosteuropäischen Juden als auch Roma zu erforschen und aufzunehmen. Und diese beiden großen Punkte der Zugehörigkeit möchte ich ganz klar auch der Südosteuropa zuschreiben, denn ein Südosteuropa ohne Roma und ohne Juden ist nicht zu denken. Und wenn man die Roma-Bevölkerung, die hat man vielleicht noch eher auf dem Schirm, aber dieses große Erbe, das damals noch die Sephaden, also die Juden aus Spanien und aus Portugal mit ins Osmanische Reich mitgebracht haben, ist vielleicht etwas, das dem deutschsprachigen Publikum vielleicht nicht ganz so bekannt ist. So wird vielleicht ja auch ein musikalischer Common Ground geschaffen. Also ja, es geht ja auch darum, ich glaube, dass wir uns alle viel ähnlicher sind, als wir es vielleicht gerne hätten. Und immer da, wo ich die Möglichkeit sehe, diese Mauern einzureißen oder die Gemeinsamkeit zu suchen, da sehe ich auch meine und auch unsere Rolle, die durch das Eröffnen von neuen Türen und Fenstern diesen gemeinsamen Boden schafft oder vielleicht nur betont, der ist ja schon da.
Es liegt nur daran, dass wir das für uns entdecken und auch als solches annehmen. Neue Fenster ist ja vielleicht auch ein schönes Stichwort, um darauf zu kommen, dass wir neben dem literarischen Frühstück auch ein paar andere Formate, digitale Formate, im Rahmen von Traduki und dem Common Ground entwickelt haben. Und wir würden uns freuen, wenn du uns vielleicht einige davon kurz vorstellen kannst und uns verrätst, worauf wir uns vielleicht auch schon im nächsten Jahr freuen können. Ja, diese digitalen Formate sind ja auch in Zusammenarbeit mit euch und eurer Agentur entstanden. Denn nachdem die Leipziger Buchmesse im Frühling dieses Jahres abgesagt werden musste, wollten wir gemeinsam möglichst viele Inhalte auch an die Leute vor dem Computer oder die vor dem Handy sind, erreichen. Und so ist unser erstes Format entstanden und das ist auch das, was wir heute aufnehmen, nämlich das literarische Frühstück. Die Veranstaltungen konnten in der Form, in der wir sie geplant haben, nicht stattfinden, aber wir haben beschlossen, das, was möglich war, online zu zeigen. Und so ist auch das erste Format entstanden, das literarische Frühstück. Weiter haben wir auch einen Podcast ins Leben gerufen, gemeinsam mit Tino Schlenk, der dieses Jahr als der beste Buchblogger des Jahres gekürt wurde. Es heißt Literaturpalast Audiospur. Und da stellen wir auch ein Südosteuropa und, in einem ganz weiten Sinne vor. Also es sind nicht nur ausschließlich Literaten aus Südosteuropa. Es ist auch nämlich immer eine Sache der Sprache. Wie kommuniziert man in einem Podcast? Und einmal im Monat spricht Tino Schlenk gemeinsam mit Schriftstellerinnen und ÜbersetzerInnen zu den verschiedenen Themen, die Südosteuropa betreffen. Dann das dritte Format ist ein Format, das heißt Angelesen. Und wir als Literaturnetzwerk Traduki haben über 130 Titel aus den südosteuropäischen Sprachen ins Deutsche gefördert und wollen das in einem kurzen Audioformat auch noch einem neuen Publikum nahelegen, nämlich nicht nur jenen, die das schon als Buch vielleicht gekauft haben, sondern es ist ein Teaser, damit man in eine neue Welt hineinhört, über eben, und das kann aber auch über Spotify zum Beispiel gehört werden. Und das vierte Format, das jüngste in der Runde, haben wir vor kurzem begonnen, also vor 2 Wochen war die Premiere und wird immer einmal, also am ersten Montag im Monat wird es stattfinden. Literarischer Nerd erliest Südosteuropa. Auch ein sehr bekannter Buchblogger, mit dem ich einmal im Monat über Instagram live spreche. Und wir stellen jedes Mal ein Buch vor, das man dann auch später gewinnen kann. Also ein Gewinner kann auch dann das Buch bekommen, über das wir gesprochen haben. Jetzt haben wir viel über Herkunft und Zugehörigkeit gesprochen. Im nächsten Jahr wird es ein neues Jahresthema geben. Was kannst du uns oder den Zuhörern und Zuschauern jetzt schon dazu verraten? Ja, nächstes Jahr geht es wieder ans Eingemachte, denn das Jahr 2021 heißt auch in meiner persönlichen Bilanz 30 Jahre seit dem Zerfall Jugoslawiens. Also 1991 ist dieser gemeinsame Vielvölkerstaat auseinandergefallen und leider hat er auch im Blut geendet. Und ich finde es spannend und würde das gerne noch, würde gerne einen Platz kreieren und gestalten, in dem sich auch Schriftsteller verschiedener Generationen dazu austauschen können. Was war dieser Staat? Wie hat er geendet? Und was gibt es jetzt danach? Also was ist in den 30 Jahren danach entstanden? Und dieses Programm will ich Archipel Jugoslawien nennen. Und dazu, zusätzlich zu dem Programm auf der Leipziger Bühne, haben wir auch 15 Essays bestellt, auch von SchriftstellerInnen verschiedener Generationen, indem wir sie gebeten haben, eine persönliche Bilanz zu ziehen.
Denn vielleicht könnt ihr euch vorstellen, also ich bin 38 Jahre alt und 30 davon sind irgendwie vom Krieg gekennzeichnet. Also es sind eigentlich 3/4 des Lebens. Und warum betone ich das? Ich bin nicht die, also ich bin eine von vielen, die diese Bilanz auch für sich ziehen. Und das ist für uns auch ein guter Zeitpunkt dafür. Wir sind sehr gespannt, was wir zu lesen bekommen und zu sehen natürlich. Und würden uns ganz herzlich gerne bei dir bedanken, Hanna, für dieses Gespräch. Und wir verabschieden uns in diesem Jahr noch mit dem, wie es eben auch das literarische Frühstück immer begonnen hat, mit einem Ausschnitt aus dem literarischen Frühstück mit Barima Tango und verabschieden uns mit Musik für dieses Jahr. Und freuen uns auf das kommende gemeinsame Jahr. Der siebte Modus de Guisados aus Griechenland. Siete Modus de Guisados, se guisa la merengena, la primera que la guisa. En la bamba de Elena y en la hace bocadico si la mette en una cena. Esta comida la llaman comida de merengena. A mi tío será así que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho y bien al el vino. Con el vino, 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 mucho y bien al el vino. La segunda que la guisa es la mujer del chamás, la cavaca por arriendro y la hinche de aroma. Esta comida la llaman la comida la dolma, esta comida la llaman la comida la dolma. A mi tío será así que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho y bien al vino. Con el vino, 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 mucho y bien al vino. La tercera que la quisa es la mujer de chamás, la cavaca por arriendo y la hinche de aroma. Esta comida la llaman la comida la dolma, esta comida la llaman la comida la dolma. A mi tío será así que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho y bien al vino. Con el vino, 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 mucho y bien al vino. Sera que la guisa, prima ester chiote, la cavaca por arriendro y la hinche de rombote. Esta comida la llaman la comida la mondrote, esta comida la llaman comida la monondrote. A mi tío será así que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho y bien al el vino. Con el vino, 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 mucho y bien al el vino. Con el vino, 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 mucho y bien en el vino. Mamma mia, floreresa, se spalendi di minazza, vende flori le pepiazze, vende flori le pepiazze.